In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr animierte Blöcke programmiert. Damit und ganz herzlich willkommen an alle und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr animierte Blöcke programmiert. Heißt, dass wir hier zum Beispiel so einen Kreis haben und dass die Blöcke dann nacheinander hier hinwechseln und dann halt auch weggehen. Ich würde mal sagen, wir gehen in IntelliJ rein. Erstellen uns direkt mal ein Package, nennen das Ganze EU.Jailbreaker. Erstellen hier drin eine Klasse AnimatedBlock. Dann erben wir eine Klasse Java-Plugin. Erstellen die Methode onEnable. Erstellen eine InstanceBlock. Ein Getter drüber. Dann erstellen wir erstmal SwitchBlock, eine Klasse SwitchBlock hier drin. Speichern wir erstmal eine Location, Center und eine Liste an Locations. Dann sagen wir hier AddConstructorParameter und dann eine Methode private list location load locations. Dann sagen wir hier this.locations ist gleich this.loadLocations. Dann sagen wir hier, legen wir eine Liste an, List Location, Locations ist gleich lists.newArrayList. Und hier fangen wir mal an, Locations.add, this.center.clone, add 0, 0, 1, so, dann 0, 0, minus 1, dann 1, minus 1, 1, minus 1, 0, dann 1, 1, 1, minus 1, 1 und 1, minus 1 und minus 1, minus 1. Dann haben wir schon mal das, das, das auch und das, return das Ganze und dann sollte das ja auch schon mal funktionieren. Dann machen wir einen Getter drumherum und erstellen uns noch eine Klasse, nennen das Ganze mal animate task, implementieren hier vom runnable. Dann sagen wir hier static find list switch block. SwitchBlocks ist gleich lists.newArrayList. Machen einen Getter drauf. Und dann war es das auch in der Klasse. Dann sagen wir hier erstmal private int counter und sagen hier dann counter plus. Und hier dann if counter größer gleich, ne, wobei größer 7, dann counter gleich 0. Und jetzt brauchen wir noch eine color. So, color plus. If color größer gleich 15, dann color gleich 0, dann color gleich 0 und sonst sagen wir einfach switchBlock.getSwitchBlocks.for switchBlock und hier dann switchBlock get locations get counter.getBlock set data this.color cast das Ganze zu einem Byte. So, dann gehen wir in unsere Main rein, dann brauchen wir das hier gar nicht. Und sagen hier erstmal noch add event handler public void on interact interact event und hier dann player player ist gleich event get player und hier if event get item get type gleich stick. Dann sagen wir wobei if event get Action gleich right click block oder event get action gleich right left click. So, left click block if event get item ungleich null, dann if event get item get type gleich stick und hier sagen wir dann einfach nur switch block ist gleich new switch block. Event get clicked blocked get clicked block get location und hier ein switch block get switch blocks add dann unser Objekt und sagen dem Spiel einfach nur noch du hast eine animierten Block gesetzt. So, okay, dann haben wir das auch. Dann sagen wir einfach noch this, wobei implementieren wir kurz noch den Listener. Dann this, get server, get plugin manager, register events, this und this. So, und hier drunter dann get server, get scheduler, run task timer, this und new animate task. Und hier dann 0 und 15.
So. Dann haben wir eigentlich soweit alles. Machen uns noch eine kurze Plugin YML. Name. Animated Blocks. Version 1.0. Auto Jailbreaker. Main. EU.jailbreaker.animated Block. So. Und dann sollten wir eigentlich auch alles haben. Und starten einfach das Ganze, beziehungsweise lassen das Ganze bauen. So. So, dann reloaden wir das Ganze einmal. Gehen wieder in Minecraft rein, machen /PL und sehen, okay, gut, das Ganze ist hier. Und nehmen uns einen Stick. Machen das Ganze hier hin. Okay, ja gut, das, ich weiß jetzt, wo der Fehler liegt. Wir müssen das auch in derselben Reihenfolge hier machen. Das war jetzt etwas blöd, dass ich das nicht gemacht habe. Machen wir es mal ganz kurz. So, jetzt regnet es ja auch noch, das ist nicht schön. Okay. Gehen dann hier nochmal rein. Und gucken uns das hier mal an. Wir gehen jetzt erstmal so. Wir haben jetzt Z. Doch. X minus 1. Z minus 1, das ist das erste. So, dann Z plus 1. Also x minus 1, z plus 1 und dann noch das hier, das muss aber hier hin. Dann gehen wir weiter, das ist dann hier einfach nur z plus 1, also das hier. Dann x plus 1, z plus 1, x plus 1, z plus 1, dann das nächste. X plus 1, Z 0. Dann kommt das hier. Plus 1, das. Und dann kommt schließlich das. Dann haben wir auch alles hier fertig. Lass das Ganze nochmal bauen. Laden den Server kurz neu. Und wenn wir jetzt das hier machen würden, dann haben wir immer noch ein kleines Problemchen. Wir haben das Ganze irgendwie. Wobei, ja doch, doch, das ist schon richtig. Machen wir es einfach mal kurz hier. Hier irgendwo hier so. Ja. Und jetzt noch die Farbe. Die haben wir anscheinend immer neu gesetzt. Die dürfen wir nicht neu setzen. Ja, sagen hier dann Color plus plus. So. Dann reloaden wir das Ganze nochmal. Und wenn wir das jetzt setzen würden, sagen wir mal hier, aber hier dann davor noch. So, dann haben wir das Ganze hier auch. Wenn das jetzt fertig ist, dann fängt es von neu an, richtig. Das kann man natürlich schneller machen, weil so ist das jetzt etwas langsam. Machen wir mal auf 8. So, reloaden den Server mal. Ja, dann funktioniert das Ganze hier auch. Ja, genau so könnt ihr das machen. Und wenn das jetzt zum Beispiel fertig wäre, dann könnte man auch irgendwie so Effekte hier abspielen lassen. Das wäre auch ziemlich cool. Aber ja, so funktioniert das Ganze mit diesen animierten Blöcken.
Ja, falls ihr noch Fragen habt oder falls ihr irgendwelche anderen Videoideen habt, dann könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Daumen nach oben und natürlich über jedes Abo. Und falls meine Videos gefallen, dann lasst doch mal ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Jericho. Bis dann und tschüss.